Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu den Chip Talk um die Apollo-Raumschiffe, beide von RSI Design. Es gibt zwei Stück. Vielen, vielen lieben Dank, der Shizu. Dankeschön für dein Follow. Wie lieb ist das denn? Willkommen bei uns, Shizu, suboptimal. Schön, dass du auch da bist. Wie lieb ist das denn, Shizu? Dankeschön dafür und willkommen heute bei uns hier. Wir sind gerade im Let's Talk. Da geht es gerade um die Apollo-Schiffe. Wir haben zwei Schiffe, das ist einmal die Medivac und die Triage, und die werden wir uns gleich beide genauer mal angucken. Beide Design von RSI, auch von der Manufaktur RSI, Robert Space Industries. Beides sehr, sehr, sehr schöne Schiffe, haben den Aspekt quasi Rescue, und die kann man so einstufen, sage ich mal, als kleine Klinik, als kleines Klinikschiff, weil man hat Operationssäle, man hat einen Respawn-Punkt und man kann auch Schwerverletzte heilen und eben Operationssäle. Das ist natürlich schon mehr als zum Beispiel, wenn du zum deinem normalen Arzt hingehst in eine Praxis, hat man ja hier auf jeden Fall schon mehr drin, weil du auch einen richtigen Operationssäle haben kannst, die du einbauen kannst, was verknüpft ist mit den Stufenbetten, und da kommen wir aber gleich zu. Christian, einen wunderschönen guten Abend, Snakey. Schön, dass du auch da bist, mein Lieber. Und vielen Dank nochmal für den Follow, der gerade eingetrudelt ist. Also Thema heute Apollo, Medivac und Triage. Steigen wir doch einfach mal kurz ein. Die, wie gesagt, das sind beides Schiffe im Rescue-Bereich, und wenn wir uns das einmal ganz kurz angucken, gehen wir einmal kurz in die Broschüre, sag ich mal, in den Jump-Point rein, wo die Schiffe vorgestellt wurden, die beiden. Da muss ich ein bisschen runterscrollen. Wie gesagt, das ist ein relativ kleines, schnelles, wendiges Schiff. Rescue-Schiff, was eigentlich ganz interessant ist. Wir haben hier eine Länge von 43 Meter, eine Breite von 30 Meter und eine Höhe von 10 Meter. Die Masse ist eigentlich relativ anständig mit 376.000. Das heißt, wir haben auch schon relativ viel Innenraum. Also vom Massenverhältnis her ist es ein sehr, sehr, sehr schönes Schiff. Das ist einmal die Medivac und die Triage, die wir haben. Zwei unterschiedliche Visionen. Und was die beiden Visionen ausmachen, da gehen wir gleich ein bisschen in die Tiefe rein. Und was das Schiff alles leisten kann und wofür es da ist, darüber reden wir und diskutieren wir auch. Wie gesagt, diskutieren ist gut, weil ihr könnt ja auch ein Adfexi reinschreiben, so wie Iklor das gerade gemacht hat. Und einfach reinschreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Diskussions benötigt, einfach ein Adfexi reinmachen, loslegen, Diskussionsanregen. Und dann werden wir auf jeden Fall auch auf die Fragen eingehen und mit euch über die Fragen sprechen. RSI, Apollo, Triage und Hangar plus LTI, 285 Euro. Das kommt hin, genau, mein Lieber. Das kommt ziemlich genau hin, richtig. Mit Mehrwertsteuer. Das kommt hin, mein Lieber. Über die Preise können wir uns gleich auch noch mal genauer angucken, auf jeden Fall. Ich glaube, du musst ja mal bedenken, wir haben, es ist immer schwierig zu sagen, ob wir jetzt Dollar haben, Euro, Plus oder Minus, Mehrwertsteuer. Aber da kommen wir gleich noch mal zu. Aber der Preis, da kommt ziemlich genau hin. Und den Preis finde ich eigentlich relativ hoch schon für die Triage. Und als jetzt bekommt man als Lohnerschiff bis dato jetzt die Cutlass Red. Weil die Cutlass Red jetzt ins Game reingekommen ist. Und damit können wir auch Rescue betreiben und auch Hilfe und auch alles Mögliche, weil CIG testet momentan mit der Cutlass Red jetzt aus, explizit das Respawn auf ein Krankenbett, das und das Operationssegment, sag ich mal, Mechanik. Wenn du zum Beispiel schwer verletzt bist, du hast zum Beispiel eine Bauchverletzung, hast dir die Beine gebrochen, du legst dich quasi ins Krankenbett, dann wirst du gescannt und dann wirst du so gesehen wieder in Stand gesetzt und deine Wunden werden versorgt. Und das ist momentan in der Cutlass Red drin. Das zählt bei der Cutlass Red momentan als Spawnpunkt, plus eben auch als quasi für Schwerverletzte zur Versorgung und Leichtverletzte. Wenn die Apollo irgendwann draußen sein sollte und ins Game reinkommt, dann werden die das wieder umändern. Dann wird die Cutlass Red nur ein RTW sein, wie ein Rettungswagen, dass sie zum Beispiel einen Schwerverletzten stabilisieren können, bis sie quasi bei der Apollo sind, oder dass sie zum Beispiel einen Leichtverletzten auch heilen können. Und irgendwann wird die Cutlass Red auch nicht mehr genommen werden können als Respawn-Punkt. Biro, vielen, vielen Dank dafür. Danke, Biro. Dankeschön dafür, Bio. Bam, vielen Dank für dein Follow und willkommen bei unserer kleinen Runde hier. Vielen, vielen Dank für deine liebe Unterstützung, Biro. Und willkommen. Wie gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Visionen. Warum gibt es zwei unterschiedliche Visionen? Das ist ja eigentlich schon mal eine gute Nachfrage. Die erste Frage ist die Medivac. Die Medivac-Vision wurde deswegen, ist deswegen entstanden worden für den direkten Einsatz im Kampfgebiet. Ninix, ja auch wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist, Ninix. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel direkt an die Front fliegen möchtest, wo gerade das Gefecht stattfindet und du möchtest gerne deine Leute so gut wie dicht so wie möglich ranfliegen, dann bist du mit der Medivac relativ gut aufgestellt.
durch den harten Point einfach, dass die Medivac eine harte Panzerung ist. Also zum Beispiel die Triage hat eine Medium-Panzerung, das ist die rote übrigens. Und die Medivac hat eine Armor von Large, also eine schwere Panzerung. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr großer Unterschied, weil die Panzerung wird nachher später, wenn sie ins Game implementiert ist, in Star Citizen-Universum, was jetzt noch nicht ist, der Fall ist, aber die arbeiten gerade sehr, sehr stark daran, diese, sag ich mal, diese das Masseverhältnis, das Dichtungsverhältnis von den unterschiedlichen Stoffen oder, sag ich mal, Materialien zu verdichten, damit die Rüstungsklasse quasi dadurch entsteht. Und da sind die quasi jetzt gerade an diesem jetzigen Zeitpunkt, hauen die ganz viel Entwicklungsenergie rein, um dieses umzusetzen für uns, dass wir das demnächst auch im Star Citizen-Universum haben. Und dadurch werden auch optisch die Schiffe nachher anders aussehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Starfighter Gemini uns angucken und die normale Starfighter, dann sehen wir fast gar keinen Unterschied, außer den Skin, dass sie eine unterschiedliche Farbe hat. Aber wir werden auch später einen Unterschied sehen an der Panzerung. Das soll auch optisch nachher dargestellt werden. Das mal dazu, zu der schweren Panzerung und zu der Medium-Panzerung. Und wenn wir das mal so sehen vom Ding her, die Medivac hat eine Large-Panzerung und die Triage hat eine Medium-Panzerung. Was sich beim Speed aber wieder anders aussieht, weil da ist nämlich tatsächlich die Triage schneller, 10 Meter in der Sekunde ist sie tatsächlich schneller und die Medivac 195, die Triage 205, das ist für mich zu wenig an Geschwindigkeit. Eigentlich müsste sie schneller sein, die Triage, deswegen bin ich eigentlich, ich finde eigentlich tatsächlich, wenn ein Rettungsschiff, also wenn der Apollo, dann tatsächlich die Medivac, erstens fette Panzerung, zweitens hat sie eine höhere Bewaffnung, also die Bewaffnung ist auch nochmal um einiges höher, wie jetzt zum Beispiel bei der Triage. Also auf jeden Fall gibt es zwei gute Punkte, um auf die Medivac zu gehen. Erstens Rüstung, zweitens Bewaffnung ist höher. Die, sag ich mal, die Endgeschwindigkeit ist einfach zu gering, dass man sagt, die Triage lohnt sich, weil die Endgeschwindigkeit ist einfach zu wenig, da müsste mehr sein. Und noch ein kleiner Aspekt da jetzt für die Triage ist daher, dass sie ein bisschen agiler sein wird. Das heißt, die Triage wird, ist dadurch leichter, durch die, dass sie eben die Legierung, die Panzerung nicht so eine hohe Masse hat. Dadurch wird sie agiler und leichter sich anfühlen im Flug und besser zu navigieren sein durch vielleicht unsicheren Raum oder durch ein Asteroidenfeld. Das macht sich natürlich wieder aus, dass die Medivac ein bisschen träger ist. Aber ich denke mal, das kann man auch gut in Kauf nehmen. Dafür hat man die fette Panzerung und um die höhere Bewaffnung. Cargo Leaper 28 SCU. So, dann gehen wir mal weiter runter. Jetzt sehen wir hier die beiden Schiffe. Ich finde übrigens, ihr könnt ja mal reinschreiben, spaßeshalber an den Chat mal rausgehauen. Ihr könnt ja auch einmal reinschreiben, welche findet ihr eigentlich schicker. Macht einmal ein M oder ein T. Ich muss sagen, ich finde die Medivac, das Weiße finde ich sehr cool und stilvoll. Ich finde die Medivac tatsächlich ein bisschen schicker. Und die Triage ist auch schick. Also das Rote sieht auch sehr, sehr cool aus. Und man sieht auch wirklich, dass es ein Rescue-Schiff ist. Ich finde beide sehr schick. Aber ich finde dieses Weiße, Rote, diesen roten Streifen finde ich schon cool. Hier kommen wir so ein bisschen zu der ganzen Entstehungsgeschichte des Schiffes, was ja so ein bisschen nach RSI widerspiegeln muss. Wir haben ja quasi den Style Guide von RSI und so ein bisschen muss die Medivac da auch reinpassen oder die Apollo-Serie und das hätte ich auch cool gefunden. Aber so ist sie natürlich nicht geworden, weil so das hätte jetzt nicht so viel was mit RSI gehabt, außer die Nase vorne. Aber vom Style her finde ich quasi dieses Schiff eigentlich auch ganz schick getroffen. Muss ich ja zugeben. Sonst finde ich die Apollo generell eigentlich schon ein schickes Schiff. So wie sie die Apollo jetzt hingebaut haben, ist schon cool. So sieht sie ein bisschen aus wie eine Terrapin, finde ich, wer die Terrapin kennt. So ein bisschen zumindest. Hier sehen wir jetzt den Vergleich Constellation. Entschuldigung. Hier sehen wir jetzt so ein bisschen den Vergleich Constellation, Apollo und wie sie so ein bisschen aussehen soll, damit sie von den, dass sie den Style Guide so ein bisschen behält zu der Constellation, was natürlich interessant ist. Jetzt haben wir natürlich den Aspekt von den Style Guide her, der Mantis. Weil die Mantis hat ja wieder ein bisschen einen anderen Style Guide, aber was ganz cool ist, wenn man sich jetzt so die Apollo anguckt vom Style Guide her, wir können ja mal kurz hier reinspringen in die Medivac. Ich guck mal kurz, ob da schöne Bilderchen sind. Wenn wir uns jetzt einmal das Bild angucken und wenn wir jetzt die Mantis uns dabei angucken, dann haben die ja schon Ähnlichkeit mit der von der Art her. Ich guck mal, ich suche mal ein Bild von der Mantis raus. Außer das Cockpit müssen wir eigentlich nur anpassen, dann wird das schon zu Mantis fast passen. Star Citizen Mantis. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach ein Adfaxi raushauen. Frage stellen. Wir sind ja auch, wie gesagt, es ist auch eine Diskussionsrunde. Ihr könnt alles fragen, was ihr wollt, ihr Lieben. Cockpit ähnelt der Constellation genau richtig und das müsste noch umgebaut werden. Das Cockpit haut nämlich nicht hin. Das Cockpit müssen die quasi ein bisschen umarbeiten zur Mantis hin und dann wird das aber schon gut aussehen. Bild in neuen Tab öffnen.
Wubbeliwupp, da haben wir es. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Hier haben wir jetzt die Mantis einmal. Und hier haben wir das neue Cockpit-Design. Aber wenn wir uns das andere angucken, ich ziehe das einfach mal hier rüber. Wenn wir uns das einmal angucken, das und nee, das ist die Lona. Wenn wir uns das angucken und das Schiff dazu, dann sieht man schon, es ist schon cool. Da ist schon Ähnlichkeit da vom Aufbau. Hier haben wir ein bisschen längere Platten gezogen. Hier sind mehr Details so ein bisschen, was vielleicht auch ganz cool ist. Also die könnten das eigentlich schon so lassen. Ich finde, wenn man sich jetzt die beiden Schiffe so anguckt, finde ich, erkennt man sie wieder. Man müsste vielleicht die Gondel noch ein bisschen umdesignen, dass sie vielleicht ein bisschen höher kommen. Dass man die Gondeln so ein bisschen hochzieht, wie bei der Mantis auch. Wie bei den Federation-Schiffe, sag ich mal, bei Star Citizen. Star Trek, Entschuldigung. Dann wird das schon richtig cool aussehen. Das Cockpit müsst ihr auch noch ein bisschen anpassen. Und dann wäre die Medivac schon fertig. Das heißt, sie haben die eigentlich schon so ein bisschen, sind die schon so ein bisschen in den Style Guide für Federation schon reingerutscht. Schon damals mit der Medivac, wenn ihr mich fragt. Und das Einzige, was geändert werden muss, ist das Cockpit, dass sie das noch mal ein bisschen anpassen und in Richtung gehen des neuen Designs von RSI. Dann passt das schon ganz gut. Aber hier sehen wir immer noch, dass die Schiffe wirklich, wenn man jetzt die Mantis dazu baut, dass es doch eine Familie ist am Endeffekt. Star Trek Voyager war sowas von. Gondolien, auf jeden Fall. Das hast du recht, bin ich voll bei dir. Funkenflug hat voll Ähnlichkeit damit und finde ich auch cool. Ja, hier sehen wir noch mal ein paar Konzeptzeichnungen, wo sie quasi noch in der Findungsphase sind. Und hier sehen wir jetzt quasi das Werk, wie es jetzt quasi raus ist, das Schiff. Wie sie es jetzt gerne umsetzen. Und wie gesagt, ich denke mal, die Gondeln gehen nach oben noch ein bisschen. Die werden nicht so seitlich bleiben. Und ich denke mal, die Front, die wird mehr in Richtung Mantis gehen, nur größer. Und was auch cool ist, hier haben wir jetzt die Aufteilung und jetzt möchte ich auch nochmal in die T-Stufen der Betten reingehen. Hier sehen wir nämlich, wie die, und ich glaube auch, dass es so bleiben wird. Ich gucke mal, ob ich das dichter ranscrollen kann. Das müsste eigentlich gut gehen, ja, das geht gut. Hier sehen wir zum Beispiel die Empfangshalle. Man hat hier tatsächlich, hier hat man einen Laderaum, hier ist der Komponentenraum für die ganzen Komponenten, die man hier an den Schiff hat. Laderaum, hier haben wir eine Empfangshalle, das heißt, wenn du hier reinkommst, ist sowas wie eine Rezeption, wo du dann quasi dich anmelden kannst. Und hier sind die OP-Betten und hier ist auch nochmal Sachen, Toiletten zum Frischmachen, Duschraum, dass du dich dann quasi deine Hände wäschst, wenn du an die OP arbeiten gehst und, ist das hier geeignet. Das haben wir links und rechts und hier sind die OP-Säle, sag ich mal. Ich sag einfach mal OP-Säle. Das kommt drauf an, wie viele Betten möchtest du jetzt hier reinstellen. Müsste man sich überlegen. Was ich euch sagen kann, die Apollo kann alles in einem bestimmten Umfeld. Das heißt, mit Apollo kannst du entweder schwere Operationen durchführen, die schwersten Operationen, die auch möglich sind. Du kannst in diesem Schiff auch spawnen. Das heißt, wenn du tot bist und du hast das Schiff freigegeben zum Spawnen, kann auch einer, wenn einer beim Mining mit seiner Prospector, die Prospector fliegt in die Luft aus Versehen, weil er irgendwie die Gasexplosion war, dann kann der, sag ich mal, der Spieler, der dann quasi gestorben ist dabei, kann er die Apollo aussuchen oder ein Krankenhaus aussuchen, dann spawnt er auf deine Apollo, wenn du sie freigegeben hast dafür, und dann kann er dann quasi drauf spawnen und kann dann vielleicht seinen Einsatz weiter durchführen. Was noch interessant ist, was du nicht kannst mit der Apollo, ist der Aspekt wieder wie bei der Endeavor, dass du bei Endeavor quasi den Hangar-Modul hast und in den Hangar-Modul kannst du quasi für den Patienten, wenn er bei dir respawned ist und wieder fit ist, despawned. Ja, respawned, das ist natürlich auch solche Sachen, despawned. Nee, respawn. Wenn du denn quasi den Patienten an Bord hast, mein Lieber, dann kannst du das so machen, dass du den Schiff, dass du dann sein Raumschiff, sag ich mal, anfunken kannst, dass es dann quasi gebracht wird. Klingt für ein bisschen komisch, aber bei der Endeavor hast du noch die Möglichkeit on top, dass du zum Beispiel für deinen Patienten, wenn er genesen ist und dann kann er sich in der Wartehalle Platz nehmen und, sag ich mal, der Betreiber der Endeavor kann dann quasi ein Raumschiff von seiner Flotte anfunken, das wird dann in sein Hangar gespawnt und dann kann er damit losfliegen und die Arbeiten weiter durchgehen. Ich weiß, mein Lieber. Ja, du wolltest mich da voll rausholen, mein Lieber, aber nicht mit mir. Nein, Spaß beiseite, ist doch okay. ich bekomme Schnupfen, ihr Lieben. Guck mal. Na, geht noch. Ja, was eben interessant ist, sind die Betten. Die Betten, die könnt ihr denn so aufbauen, wie ihr es gerne haben möchtet. Also ihr habt T1, T2, T3 Stufen. Die haben sich das hier ein bisschen anders überlegt, wo sie das präsentiert haben damals. T1 ist das beste Bett, wo du auch respawnen kannst. Und T2 ist das Bett, womit du die schlimmsten Umfälle operieren kannst. T1 ist das Bett, was in der Cutlass Red ist, zweimal vorhanden ist, wo du Schwerverletzte stabilisieren kannst, bis du sie zu Apollo gebracht hast oder zu Endeavor oder zu einem Krankenhaus deiner Wahl auf dem Planeten.
oder eben, wo du einen auch leichte Verletzung zum Beispiel Beinbruch so behandeln kannst. Also so gesehen, wenn du ein gelbes Bein hast. Ihr kennt das ja bei eurem Charakter in der UI unten, wenn irgendwas rot ist, ist irgendwas schwer verletzt. Bis dato jetzt ist es noch so, wenn er wirklich eine rote Verletzung hat, dann ist es eine schwere Verletzung. Das könntest du in der Karte Sweat nur stabilisieren, bis du ihn zu Apollo gebracht hast. Oder wenn es gelb ist, dann ist es eine leichte Verletzung. Das könntest du auch auf der Karte Sweat behandeln. Und dann ist wieder gut. Die Karte Sweat ist wirklich nur als RTW zu betrachten und nicht als Spawnpunkt oder als Operationssaal. Auch wenn du die Betten umbauen solltest in der Karte Sweat, was gar keinen Sinn macht, geht's auch nicht. In der Cutlass Threads sind einfach keine anderen T-Stufen möglich einzubauen. Das ist nur vorgesehen bei der Apollo und bei der Endeavor, auch nicht bei der Carrick, auch nicht bei der 890 Jump, auch nicht bei der Javelin wissen wir es nicht, da gibt es keine Aussagen. Die einzigen Aussagen, die getroffen wurden, sind, ist das bei der Carrick gibt es ein T2-Bet und bei der 890 Jump gibt es auch ein T2-Bet. Das bedeutet, schwere Verletzungen können behandelt werden, schwere OPs können durchgeführt werden, aber es gibt keinen Respawn-Punkt auf der Carrick und auch nicht auf der 890 Jump. Leider nicht, Dirk. Und dazu, wie immer viele sagen, oh, gibt's dafür eine Quelle? Ich habe tatsächlich eine Quelle. Die hatte ich sogar gestern noch gepostet. Die findest du sogar bei den YouTube. Also, ich habe sogar die Quelle gepostet, kann ich auch nachher nochmal posten. Die haben das nämlich exklusiv gesagt, das hat sogar CRG nochmal gesagt, und das ist gar nicht mal so lange her, wo sie die 890 Jump ins Spiel gebracht haben. Da hat CRG eine Rundführung gemacht mit Disco Lando und sind genau in diese Problematik reingegangen, Dirk. Die haben nämlich dann so einen Talk gemacht, eine Talkrunde mit dem Chat und mit Disco Lando und mit den Entwicklern, wo sie 890 Jump in drinne gezeigt haben. Und da haben sie exklusiv nochmal gesagt, dass du auf der 890 Jump nicht spawnen kannst und dass du auch nicht auf der Carrick nicht spawnen kannst. Das sind zwei Schiffe, worauf du den wirklich nicht spawnen kannst. Ob sie es ändern, das weiß natürlich keiner. Vielleicht kann man da drauf irgendwann spawnen. Aber die Aussage auf den, sag ich mal, auf den Live-Talk, den sie da hatten mit 890 Jump, in der Quelle tatsächlich, dass du nicht spawnen kannst. Genau, dann fände ich es doch nur sinnvoll, wenn sie als Feldlazarett eingesetzt wird. Und eine Triage-System da ist. Ja, richtig, genau so ist es. Genau so ist es, mein Lieber. Aber so ist das Schiff aufgebaut. Hier ist quasi der Cockpit-Bereich. Da haben wir noch einen kleinen Bereich, wo wir uns aufhalten können, Komponenten. Und hier sind quasi in der Mittelpunkt sind die OP-Säle. Hier sieht man das, wenn ich ein bisschen rüber scroll, noch mal ein bisschen deutlicher, wie sie sich das vorgestellt haben. Eben mit dem Empfangsbereich. Hier kommt man hinten rein, hier ist die Rampe. Dann haben wir hier den Airlock so gesehen. Dann haben wir hier Cargo-Bereich links und rechts. Dann haben wir den Patienten-Room. Hier die beiden Operationssäle, sage ich mal, wo die Betten drin sind. Hier haben wir den Mittelgang. Hier haben wir das Komponentensystem. Von da aus kommst du dann rüber zu den Crew-Bereich und zu den Cockpit. Und hier haben wir noch einen Patienten-Room A und B. Und hier haben wir eigentlich noch Toilette und Waschroom. Genau, das sind diese Teile hier hinten. Also ehrlich gesagt, wenn ich mir das Schiff so angucke, quatsche ich meine Apollo und den Hangar. Quetsch sie rein, mein Lieber. Vielleicht geht es rein. Ja, yeah, ich bin gespannt, mein Lieber. Ich bin gespannt. Aber warte mal, Krischi. Wenn jetzt viele sagen, also ich bin ja bei euch, von der Logik her, also ich kann es verstehen, wenn du mit der Carrick weit im Weltraum draußen bist, richtig tief im Weltraum bist, du brauchst ewig, bis du wieder zurück bist. Also ich würde es cool finden, wenn die Carrick tatsächlich einen Respawn-Punkt bekommt. Ich würde es cool finden. Ist jetzt nicht so geplant. Ich habe auch keine. Aber es wäre mir trotzdem, in der Hinsicht würde es logisch sein, wenn man das bei der Carrick einbauen würde mit dem Respawn-Punkt, weil du einfach vielleicht ganz weit in den Weltraum rausfliegst und es vielleicht auch ganz cool wäre, dass du einen Respawn-Punkt hättest, damit du nicht irgendwo verschollen bist oder nie wieder zurückkommst oder dass es da irgendwie problematisch wird, aus dem tiefen Weltraum den Punkt wiederzufinden oder whatever auch. Also ein Respawn-Punkt würde ich schon cool finden bei der Carrick, aber nur in diesem Punkt gesehen eben, dass es ein Deep Space Erkundungsraumschiff ist, was weit in den Weltraum reingeht. Also in diesem Punkt verstehe ich euch und ja, finde ich auch okay. Was mit der Idris, mit der Javelin ist, keine Ahnung, da haben sie sich nie geäußert. Die Javelin hat eigentlich auch relativ einen großen Medic Room. Die Javelin hat auch einen großen Medic Room, aber was man da einbauen kann an Betten, das haben die bis jetzt noch nie gesagt. Kann man später nicht selbst das Schiff einstellen? Eine OP, zwei Tier. Genau, richtig. Das ist korrekt, richtig, Iglo. Das war tatsächlich die Aussage. Du brauchst nur den Platz dazu und die, sag ich mal, die,
die Size dazu. Du weißt ja, wie das ist. Das ist wieder die gleiche Sache, dass du am Boden wird es solche Size-Punkte wieder geben, so in der Art. Und da musst du gucken, was für am Boden hast du für einen Size-Point und in welche Stufe hat das Size-Bett, entweder T1, T2, T3. Und dann musst du gucken, ob du an diesen Size-Point dieses Bett befestigen kannst. Und in welchen Schiffen das nachher geht oder nicht, das hatten wir so in halbwegs gesagt. Und wie es nachher wirklich kommt, müssen wir abwarten. Kann sich auch alles ändern. Also wie gesagt, da sind die ja relativ offen und immer frei dabei. Hier sehen wir nochmal ganz interessant, auf jeden Fall, wenn wir uns das hier nochmal angucken. Hier sind die OP-Säle links und rechts. Wenn wir hier jetzt weiter durchgehen, das wäre der Blick von hier. Dann kommen wir zum Cockpit und zum Komponentenraum. Und dann gehen wir hier durch zu dem Crew-Bereich. Aber Theo, aber vom Ding her hast du recht. Wenn du den Platz hast für die Betten, dann kannst du das so einbauen, genau. Und wenn CIG uns das zur Verfügung gibt, das kann ja CIG kann ja auch sagen, nee, die möchten das nicht so gern, dass sie den Size Point hier gar nicht reinsetzen, auch wenn der Platz da wäre, weil das nicht möglich sein soll. Jetzt kommt das zu der geilsten Sache, was tatsächlich auch die Apollo hat und das finde ich sehr, sehr cool. Das sind nämlich die Drohnen, die Live-Medic-Drohnen. Das sind diese schönen Teile hier. Die kannst du nämlich automatisch losfliegen und was interessant ist, die werden automatisch wird dein Körper hier eingesackt und mit so einem, sag ich mal, stabilisiert wird dein, sag ich mal, wenn du jetzt einen Verletzten findest im Asteroidengürtel und du kommst nicht so einfach an den ran, dann kannst du deine Drohne losschicken, die wird dir quasi rausgedroppt, die Drohne, mit einem Traktorstrahl, die Drohne wird dann losfliegen über den Peilsender, den dann quasi der Patient hat oder der vermisst, die vermisste Person, wenn ein Peilsender aktiviert ist, wird die Drohne zu diesem Peilsender automatisch hinfliegen, das geht automatisch, und den Patienten einnehmen und zurückführen zum Schiff. Das wird eine vollautomatische Sache sehen, wenn der Peilsender aktiv ist. Wenn nicht, müsste man die Drohne so dahin führen. Was interessant ist, dass du mit diesem Bett, so wie das hier aufgebaut ist, kannst du auch deinen Patienten stabilisieren, wenn er auch verletzt ist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Zeit benötigst, hast du hier schon die Möglichkeit, dass die Drohne bestimmte Medikamente reinpusten kann in den Körper des Charakters, um dein Schiff, um den Patienten zu stabilisieren. Zum Beispiel der Kreislauf ist runter, er braucht vielleicht eine Adrenalinspritze oder bestimmte Schmerzmedikamente oder was auch immer, was gerade dem Patienten gut tut, kannst du ihn über diese Drohne auch schon verabreichen. Bis die Drohne denn bei dir ist, ihn stabilisiert hat, bei dir ist zur weiteren Versorgung. Stefan, einen wunderschönen guten Abend. Stefan LP, jo, grüß dich, mein Lieber. Also, dass ich das richtig verstehe, man kann in der Cut des Red respawnen, aber in der Carry kann man das nicht. Stefan, nee, nicht so ganz. Die testen gerade die Spielmechanik aus. Du wirst in der Cut des Red zukünftig nicht mehr respawnen können, irgendwann mal, und auch nicht mehr die schweren Verletzungen heilen können. Das kannst du jetzt machen, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es möglich, weil sie die Spielmechanik A testen möchten. B möchten sie, also A, Spielmechanik testen bei der Cut des Red, weil die Betten da sind. B, mehr Spieltiefe uns geben. C, mehr Spielinhalt so gesehen geben für uns, wenn wir, dass wir zum Beispiel andere Sachen planen können. Einfach nur, dass wir ein bisschen mehr Gameplay-Mechanik drin haben, hat CIG uns diese Möglichkeit erstens gegeben, zweitens eben, um diese Mechanik überhaupt zu testen und weiter auszubauen. Aber irgendwann werden sie es tatsächlich der Cut des Red wieder wegnehmen, auch wenn es denn wehtut und schmerzhaft ist. Das werden wahrscheinlich auch viele, denke ich mal, ein bisschen maulen. Aber die Cut des Red ist wirklich nur ein RTW, ein Krankenwagen, so gesehen ein Rettungswagen, in der Hinsicht, dass sie erste Hilfe leisten soll, den Patienten, den schwer verletzten Patienten stabilisieren soll, dass er nicht stirbt, Blutung stoppen soll, die ersten, sag ich mal, schweren Maßnahmen durchführen kann, aber nicht komplett heilen kann, schwer verletzt, es sei denn, er ist leicht verletzt. Leicht verletzt sind gelbe, zum Beispiel, wenn du deine Hand gebrochen hast und der ist gelb, dann ist er leicht verletzt. Wenn die Hand rot ist oder deine Beine rot sind, dann hast du eine schwere Verletzung, da kann die Cut des Red nicht weiterhelfen, weil sie zweimal T3-Betten drin hat. Servus Nils, einen wunderschönen guten Abend. Aber das mit den Betten der T1, der T2 Stufe und der T3 Stufe spreche ich gar nicht so gerne an, weil das einfach noch ein bisschen weit weg ist. Da müssen wir erst warten, was wirklich bei rumkommt und wie CIG die Game-Mechanik für uns beide weiter entwickeln möchte und weiter tiefer ins Spiel einbauen möchte. Und das sind Aspekte, die CIG noch betrachten möchte und gucken möchte, wie es ankommt bei uns und wie man das weiter eben einbauen kann. Das ist einfach eine Sache, die wird immer weiter eingebaut werden. Kann auch sein, dass sie sich da nachher was ganz anderes überlegen.
Virtual Dragon ist klar, mein Lieber. Die Red und die Carrot können also jetzt noch respawnen. Aber später dann, genau. Also bis jetzt, also alles, was die Karte ist, Red, die Carrick und die 890 Jump auch. Das sind die drei Schiffe, wo du jetzt respawnen kannst, wo du auch deine schweren Verletzungen heilen kannst. Korrekt, Stefan. Und nachher nicht mehr. Korrekt. Es sei denn, die ändern das noch. Aber bis dato Status Q, jetzt stimmt es tatsächlich. Genau, und wie gesagt, immer gerne Fragen stellen, so wie Stefan und Virtual Dragon das gemacht haben und der Nilsi, einfach ein Adfexi reinschreiben, Frage stellen und dann werden wir auf jeden Fall die Frage beantworten. Ihr könnt auch ganz andere Fragen stellen, die gerade nichts mit dem Thema zu tun haben, die beantworte ich auch sehr, sehr gerne, klar. So, hier sehen wir jetzt die Krankenbetten, wie sie sich das vorgestellt haben mit dem Scanning-Bereich, was wir theoretisch jetzt auch tatsächlich schon in der Cutlass Red haben. Das jetzt haben, wenn die schwer verletzt sind, die Patienten, dass wir uns hier reinlegen, dann können wir auf das Terminal raufdrücken. Und auf den Terminal kommt ein Scanner. Der Scanner, der geht hier rüber. Das ist gar kein Scanner. Das ist irgendwie, das sind kleine, weiß ich nicht, was das ist. Aber zumindest wirst du dadurch geheilt. Wenn du jetzt schwer verletzt bist, dann wird hier oben, sage ich mal, irgendwie ein Mechanismus ausgelöst, der quasi dein Charakter oder dein... Der dich scannt, so gesehen, dann kann er feststellen, was bei dir alles kaputt ist und direkt auch heilt und dich wieder in Stand setzt. Genau, das sind die Betten dazu. Und hier sind die noch so ein bisschen in der Konzeptphase. Da waren wir auch am Überlegen, wie solche Betten später aussehen können. Auch sehr interessant auf jeden Fall. Frage: Welche Fighter kannst du aktuell, achso, uneingeschränkt empfehlen? Kannst du auch später beantworten? Mache ich jetzt, Nils. Fighter eigentlich gar nicht mal so viele. Gladius, Arrow. Danach wird es schwierig. Also die du jetzt noch kaufen kannst. Also der jetzige Statuspunkt ist eigentlich die Gladius kannst du jetzt kaufen oder die Arrow kannst du kaufen. Sind beides sehr gute Fighter, mit denen kannst du sehr gut kämpfen, sind wendig, sind schnell. Du haust einfach ein paar gute, Waffen rauf. Damit mache ich die Must Driver zum Beispiel. Ich würde einfach Gimbal Mounts überall rauf machen, Must Driver, also Size 2. Und damit machst du jetzt guten Schaden. Das wird sich aber irgendwann wieder ändern, sobald die Schildtechnik richtig funktioniert. Und die Schildtechnik verbaut ist mit 3.9, werden die nicht mehr so gut sein, bis dato jetzt. Aber bis jetzt würde ich sagen, Gladius und die Arrow sind sehr, sehr geile Schiffe, sind sehr stark. Alternative, Super Hornet ist auch noch sehr gut, mit den ganzen Gimpelwaffen, die du raufbauen kannst, es funktioniert auch noch gut. Und wenn ihr habt eine Freelancer Miss, wenn ihr noch an einer Freelancer Miss rankommt, ist das Ding natürlich schlechthin richtig cool. Aber so ein richtiger Dogfighter, so richtig schnell, wendig und stark, ist tatsächlich die Gladius. Und die, sag ich mal, die Arrow gepaart mit Must-Drivern. Einen wunderschönen guten Abend, Strictly und Behave. Wunderschön, dass ihr da seid. Hier sehen wir jetzt nochmal den Empfangstresen, wie sie sich das mal vorgestellt haben. Wenn du hier reinkommst, hast du den Empfangstresen, wo du dann quasi dich anmelden kannst. Oder wo dann die Abrechnung stattfindet zum Beispiel. Wo du dein Rezept vielleicht bekommst, wenn du irgendwo anders hin musst. Und vielleicht irgendwie, wenn du Medikamente benötigst, kannst du dir dann hier dein Rezept, deine Abrechnung und deine Anmeldung durchführen. So wie man das auch kennt. Ist auch so. Also, Sickly, machen wir uns nichts vor. Die Arrow ist momentan ein sehr, sehr cooles, geiles Schiff. Sie ist cool. Momentan funktioniert sie gut. Sie ist auf dem Punkt und macht Spaß, die Arrow. Und gerade gepaart mit den Must-Drivern ist es wirklich ein sehr, sehr cooles PvP-Schiff. Wobei, diesen Tresen finde ich ein bisschen blöd. Ich finde den Tresen schon viel, viel angenehmer. Also, ich finde den ein bisschen, finde ich jetzt nicht so cool. Jetzt sind wir gerade noch bei der Apollo-Serie. Wir wollten nochmal die Apollo ein bisschen aufarbeiten, weil ich bei den Chip Talk, wo wir die Medic Bay hatten, also die ganze Medic-Geschichte hatten, wo wir die Apollo uns auch schon angeguckt haben, haben noch ein paar Aspekte zur Apollo gefehlt, die ich nochmal nachträglich nachholen möchte, Behave. Deswegen machen wir gerade nochmal einen exklusiven Chip Talk gerade zu Apollo. Genau, dass wir nochmal auf die Drohnen und auf den ganzen Kram eingegangen sind mit den T-Betten. Hier sehen wir jetzt, das ist die Triage von der Apollo her. Wie gesagt, die Triage ist schneller, wendiger, ist dafür aber, hat eine höhere Endgeschwindigkeit von 10 Meter in der Sekunde. Ist für, finde ich, ein bisschen gering, könnte ruhig ein bisschen mehr sein, vielleicht 50 Meter in der Sekunde. Wäre schon interessanter her, weil sie einfach leichter gepanzert ist. Sie hat auch weniger Bewaffnung dran. Das ist natürlich auch schon mal ein Punkt, den man nochmal betrachten kann. Der Turm oben füllt zum Beispiel auch wie Raketen, das ist auch weniger. Dadurch könnte sie auch ein bisschen, sie ist auch agiler, von der Agilität her ist sie auch wendiger, wie zu der, sage ich mal, zu ihrem Tochterschiff, der, sag mal schnell, der Triage und die
Genau, genau das Schiff, richtig, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Na, sag doch mal schnell. Medivac, dankeschön. Zur Medivac, da haben wir zur Medivac. Die Medivac ist einfach höher gepanzert, hat eine starke Panzerung, hat hier oben keinen Waffenturm, hat hier den Waffenturm noch drauf, den hier. Hat eine höhere Raketenlast. Das ist quasi so ein Large Echo, sag ich mal, Array, was wir auch kennen von der Red, was sie da auch drauf gebaut haben, was eigentlich auch sehr, sehr, sehr cool ist und auch sehr, sehr schon umgesetzt ist. Das ist eigentlich der Talk gewesen schon, sag ich mal, zu der Apollo, was ich nochmal gerne nachholen wollte. Ich denke mal, dass das Design so ziemlich bleiben wird, wie es jetzt schon ist. Da wird sich nicht viel tun. Was sich ändern wird, ist tatsächlich die Glaskuppel. Ich denke mal, das wird sich noch ändern. Da werden sie Richtung Mantis gehen. Die Mantis sehen wir ja, habe ich das Bild noch da von der Mantis zufälligerweise? Ja, hier sehen wir ja die Mantis, dass wir hier ein gläsernes Cockpit haben mit ganz wenig Streben. Und ich denke mal, das Schiff ist ja jetzt in-game, das ist der neue Style Guide von RSI. Und ich denke mal, dass der auch noch hier angebracht werden wird bei der Apollo und auch umgesetzt wird. Dass es dann auch mehr gläsern wird. Sonst sind wir eigentlich relativ durch mit den beiden Schiffen. Sehr, sehr schönes Schiff auf jeden Fall. Vom Preis-Leistungs her, von der Lohnerliste her, ist es momentan so, wenn ihr jetzt eine Apollo erwirbt oder im Nachhinein bekommt ihr eine Cutlass Red bis dato jetzt und noch eine Hornet ist noch dabei. Die Hornet ist ja exklusiv nicht aufgezählt, aber die ist wohl mit drin, was ich jetzt gehört habe. Also Cutlass Red und Hornet habt ihr bis dato jetzt dazu. Dann würde ich jetzt noch einmal ganz kurz zu den Chip Talk reingehen, wenn wir schon dabei sind. Einmal nochmal über die Cutlass Red reden. Ja, gehen wir nämlich nochmal auf die CIG-Seite. Wenn wir nämlich uns mal die Cutlass Red, die ist ja jetzt in-game tatsächlich, sie hat es jetzt tatsächlich ins Game gefunden. Sie ist jetzt drinne, der Preis wurde leider ein bisschen angehoben. Da können wir jetzt nochmal kurz reden über die Cutlass Red. Sie ist gestern ins, sag ich mal, ins Live-PTU gekommen und dadurch ist sie jetzt auch wieder erwerbbar. Und der Preis wurde angehoben, auf, sie kostet jetzt $15 mehr tatsächlich. Also der Preis ist tatsächlich auf $15 gestiegen. Aber zu den Preisen kommen wir gleich nochmal, alle drei Schiffen, nehmen wir die Preise gleich nochmal durch. Das ist ein sehr, sehr schönes Schiff, wir benutzen sie gerade sehr, sehr viel. Wie gesagt, zu dem jetzigen Punkt könnt ihr eigentlich alles machen mit diesem Schiff. Ihr könnt respawnen, ihr könnt schwere Verletzungen heilen und auch leichte Verletzungen heilen. Das wird aber nicht so bleiben. Irgendwann wird die Red nur noch leichte Verletzungen heilen können und schwere Verletzungen stabilisieren können und ein Spawnpunkt wird es hier drauf nicht geben. Was noch interessant ist, sie sind da nochmal auf die Betten drauf eingegangen, wie sie sich das vorgestellt haben zu diesem jetzigen Zeitpunkt, was ich gerade auch erzählt hatte. Dann haben wir auch noch ein bisschen Frachtraum. Das heißt, wir können ja auch noch Fracht mitnehmen, was auch ganz ein guter Aspekt ist, dass wir tatsächlich auch noch ein bisschen Laderaum haben. Und wir bekommen auch einen Greycat Buggy. Wir bekommen auch zwei Greycat Buggies hier ohne Probleme rein. Ich würde auch nochmal versuchen, gerne einen Cyclone einzuladen. Habe ich noch nicht selber gemacht, aber ich habe gehört, dass man tatsächlich noch einen Cyclone reinkriegen sollte. Genau, um $15 mehr, genau, Siri. Aber zu den Preisen möchte ich gleich noch mal kurz was diskutieren. Dann haben wir tatsächlich noch mal den Aufbau. Zum Beispiel, dass sie jetzt die Airlocks hat. Sie hat jetzt Airlocks. Die Cutlass Black hat ja diese Türen, diese seitlichen Türen, die komplett aufgehen. Sie hat jetzt hier auf beiden Seiten Airlocks, die man jetzt, wo du dann raus kannst. Du hast so quasi eine Zwischentür, wo du dann quasi nicht, dass es nicht dekomprimiert wird im Innenraum. Das heißt, du hast hier zwei Türen, dann kannst du raus in den Weltraum quasi in den Rescue-Einsatz. Da hast du hinten die Rampe auch noch. Wenn du hier vorne rausgehen solltest, das Ding könnte auch als Docking-Collar fungieren, wenn du rankommen sollst. Du hast natürlich hier die Triebwerke, das ist natürlich im Weg so gesehen. Ob du rankommst an den Docking-Collar, das könnte schwierig werden, aber vielleicht umsetzen. War, an bestimmten Stationen zumindest. McFly, einen wunderschönen guten Abend und Entier, dir auch einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch eingetrudelt seid. Genau, dann haben wir noch den Punkt eben, was auch noch interessant ist, ist hier oben haben wir das Radar, das ist hier dieses NEV E7 Echo Scanner Radar, damit das ist quasi so ein Array, dass du auch Leute aufspüren kannst, die zum Beispiel verschollen sind und das ist wie gesagt ein Long Range Radar, das ist quasi Größe L, du kannst damit weite Strecken versuchen abzusuchen, um deine, sag ich mal, Leute, die quasi verschollen sind, aufzufinden und noch hoffen versuchen zu retten oder wenn sie zum Beispiel ein Signal aus über einen Transponder oder so
sowas ausgeben, Ping oder sowas, dann kannst du den Ping eben auch erfassen und dann eben den Patienten retten. Hier oben, was total unlogisch ist, haben die quasi die Suchlampe, den Suchscheinwerfer. Den Suchscheinwerfer, da haben wir gestern ganz, ganz viel drüber philosophiert und diskutiert. Der Suchscheinwerfer macht hier oben gar nicht mal so viel Sinn. Den sollten die am besten hier unten an der Nase ranmachen, so dass du einen Radius von 360 Grad abdecken kannst, weil du, wenn du über einen Planeten fliegst oder über einen Asteroiden, dass du dann auch den, sag ich mal, den Suchscheinwerfer gut nach unten, schwenken kannst. Hier oben macht der die Suchlampe oder der Scheinwerfer nicht so viel Sinn. Hier unten oder hier an der Nase wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool angebracht. Das wäre auf jeden Fall besser angesehen. Darüber hatten wir gestern relativ viel diskutiert und ich hoffe, dass sie das tatsächlich noch umsetzen. Defensivoption, ja gut, da geht es natürlich darum, dass die Bewaffnung ist relativ geil eigentlich. Ich gehe erstmal ein bisschen ab von dem, was hier steht. Die Bewaffnung ist relativ cool, weil die hast nämlich die ähnliche Bewaffnung wie die Cutlass Black. Das heißt, du kannst es auch aufnehmen im Dogfight mit normalen Bounty Hunters. Das ist überhaupt gar kein Problem. Oder zum Beispiel, wenn du irgendwelche Piraten abschießen willst oder was auch immer du quasi vor dir hast, du hast eine gute Bewaffnung. Du hast eine sehr gute Bewaffnung, hast zwar den Turm oben nicht, aber sonst hast du eine gute Bewaffnung, so ähnlich wie zum Beispiel auch die Cutlass Black hat, und du hast auch defensiv, hast auch die ganzen Flare-Funktionen, die man auch so ursprünglicherweise kennt. Und was noch cool ist, was wirklich cool ist, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, ist Punkt 5, das ist nämlich der Tractor Mount, weil ich hätte gar nicht mehr gedacht, dass der dran ist, aber auch hier gibt es tatsächlich einen Tractor Mount, dann Position 5 ist, das heißt, hier oben ist ein Traktorstrahl dran, womit ihr dann auch bestimmte Sachen zum Beispiel in die Ladeluke reinholen könnt über einen Traktorstrahl, oder wie gesagt, es ist ein Mount, das ist ein Funktionsmount, da müssen wir uns so ein bisschen von dem Traktorstrahl eigentlich trennen, weil über einen Funktionsmount ist eigentlich auch so, du kannst ja auch einen Plasmaschweißer daran bauen oder ein Traktorstrahl oder. Also hast du mehrere Funktionsmöglichkeiten, die du hier oben anbauen kannst später. Oh ja, das stimmt. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, Zero. Aber wo du das gerade sagst, muss ich nochmal drauf achten. Es fehlt nämlich noch Licht an den hinteren Ladelampen. Danke nochmal für den Hinweis, mein Lieber. Und Commodore, einen wunderschönen guten Abend, Commodore. Schön, dass du auch da bist, mein Lieber. Genau, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schiff, was auch sehr viel Spaß macht. Wir sind damit auch gestern sehr viel rumgeflogen und hatten auch sehr viel Spaß, weil das auch sehr kampflastig ist. Und du kannst damit auch sehr gut, wie gesagt, auch Piraten abschießen und auch zerstören. Hier sehen wir nochmal die Betten. Da haben wir uns auch nochmal gestern noch ein paar schöne Sachen angeguckt. Wenn zum Beispiel einer respawnt, wie das aussieht. Das sieht so aus, als würde er hier oben respawnen und fällt dann auf das Bett drauf. Das sieht total witzig aus. Ich denke mal, da müssen sie noch ein bisschen Feintuning machen. Aber das sieht so aus, als würdest du aus dem Himmel fallen und dann in den Bett reinfallen. Aus einer Wolke so ungefähr. Hier sehen wir nochmal, dass sie eigentlich eine relativ gute Bewaffnung auch noch hat, am Start hat. Hier sehen wir nochmal die Airlocks, hier sehen wir die Crewbetten. Crewbetten sind tatsächlich 4 Stück, du hast hier 2 und auf dem Cockpit-Seite hast du nämlich auch nochmal 2 Crewbetten. Hier sehen wir den Laderaum und das ganze Equipment, was du noch unterbringen kannst, was auch sehr, sehr schön umgesetzt ist. Und wie gesagt, die Cutlass Red, die werden wir uns heute auch nochmal in-game auf jeden Fall angucken und mit der auch noch ein bisschen Spaß haben auf jeden Fall. Genau, dann kommen wir zu den Kaufoptionen, was wir hier schon sehen. Wenn wir sie Warbond kaufen, was ich ein bisschen schade finde, es gibt sie für Warbond, schade deswegen. $120 ist okay, ist ein cooler Preis für Warbond. Was ich ein bisschen schade finde, tatsächlich, dass sie nur zu wenig Versicherung hat. Wenn wir nämlich jetzt hier raufdrücken, sie hat nämlich nur tatsächlich 6 Monate Versicherung, da muss ich ein bisschen meckern. Hätte ich gegönnt auf jeden Fall, weil es Warbond ist, entweder LTE oder 10 Jahre, diese Neuversicherungsart. Damit wäre ich auf jeden Fall, wäre ich To-Do gegangen mit True gewesen, mit CIG zusammen, aber so finde ich das ein bisschen blöde. Hoffe ich nochmal, dass sie darüber nachdenken. Ulf, Rain, wenn ihr das hört, macht doch mal da nochmal was mit der Versicherung. Das ist, für Warbound ist das einfach blöd. Könnt ihr ja nochmal drüber nachdenken. Und auch über die Package werden wir gleich nochmal ansprechen, die es nämlich auch noch dazu gibt, weil da bin ich nämlich auch ein bisschen motzig, aber nicht schlimm. Dann gehen wir nochmal zurück, dann haben wir die Credits-Version. Die Credits-Version, habt ihr auch die Option zum Beispiel, wenn ihr updatet, gehen wir einmal hier rein. Die Credits-Version kostet jetzt $15 mehr. Die hat 6 Monate, finde ich okay, kann ich mit leben. Wie gesagt, ist die Credits-Version, ist so gewachsen, CIG hat es so umgesetzt, ist okay von mir aus. Was interessant ist in der Hinsicht, ihr könnt euch ein Lohnerschiff holen, zum Beispiel ein kleines Schiff, zum Beispiel eine Nox oder eine Dragonfly, zum Beispiel bei uns aus dem Discord. Im Discord haben wir einen Handelsbereich, wo ihr Schiffe rauskaufen könnt bei uns auf dem Discord, weil wir sind ja relativ nette
coole Community und ganz, ganz viele Leute haben ganz viele Schiffe im Buyback und die geben sie auch gerne ab. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel ein kleines Schiff kaufen mit LTE und könnt es dann auf dieses Schiff upgraden. Dann habt ihr auch eine Cutlass Red mit LTE zum Beispiel. In diesem Aspekt gesehen ist es für mich okay, erstmal mit den 6 Monaten. Die $15, ich habe nochmal darüber nachgedacht, ist für mich auch okay. Es ist ein Rework, wir haben die Mechanik drin, sie haben darüber nachgedacht. Viele haben sogar gedacht, dass der Preis auf $150 hochgeht, ist ja gar nicht. Und ich finde mit $135, gestern habe ich noch ein bisschen darüber gemotzt, so auch im Kopf hinein, aber es ist eigentlich okay. Wollen wir mal nicht meckern, weil wir haben immer noch eine Entwicklungsphase, die müssen ja noch Geld einnehmen für die Entwicklung, kann ich mit leben. Was aber ganz cool ist in diesem Aspekt, ich guck mal ganz kurz, die haben nämlich auch ein paar Packages rausgebracht. Und die haben nämlich auch tatsächlich ein Warbound-Package rausgebracht, was ganz cool ist. Es gibt nämlich quasi das Drake Flywheels Package Warbound und auch für Store Credits, sag ich mal. Und das Coole daran ist einfach, der Preis, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay. Du hast hier nur Schiffe drin, es ist Warbound zum Beispiel, die auch Fly-Ready sind. Das heißt, du hast hier eine Cutlass Black, du hast hier eine Dragonfly, eine Caterpillar sogar, eine Red, eine Buccaneer, was wirklich coole Schiffe sind. Die Herald, die finde ich jetzt nicht so toll. Aber die kann man ja updaten auf ein anderes Schiff und die Dragonfly ist ja auch immer cool und nützlich. Aber das ist eigentlich ein geiles Package vom Ding her. Hat einer schon mal ausgerechnet, wie viel man spart eigentlich? Speedy, einen wunderschönen guten Abend. Kind Nobi und Strolchi, euch beiden, euch drei, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Auf diesen Aspekt ist es ein cooles Package. Das gefällt mir wiederum nicht, dass wir hier nur 6 Monate drauf haben. Ich denke mal, diese 6 Monate, ich glaube, ich werden viele, viele Leute jetzt davon abhalten, sich das Package zu holen. Ich glaube, das Package würde gut von der Bühne gehen, wenn sie hier entweder die 10-Jahres-Versicherung drauf hätten oder LTE. Also das finde ich, weil es Warbound ist. Einfach weil es Warbound ist, hätten sie hier nochmal drüber nachdenken sollen, auch bei dem Package. Dann gehen wir mal zurück. Bitte jetzt keinen Schluck aufbekommen. Erst gleich haben wir Store Credits, dann haben wir noch ein Duo-Package, wo wir die Black und die Red drin haben. Einfach auch für Warbound und Store Credits. Beide, wie gesagt, auch nochmal mit 6 Monate Versicherung leider nur. MT, Dankeschön, dass du da bist und dass du sie begrüßt hast, mein Lieber. Sodele, dann gucken wir hier nochmal kurz rein. Achso, das gucken wir uns auch da nochmal, weil die 98 Jump ist auch gerade verfügbar. Das finde ich auch ganz geil, das ist neu. Ihr könnt jetzt quasi auch hier updaten. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Schiff habt, ihr könnt natürlich sagen, und jetzt gibt es einen kleinen Tipp, vorsichtig. Ihr könnt einen kleinen Tipp, ihr könnt jetzt hier euch ein Schiff raussuchen nach eurer Wahl, was ihr im Hangar habt. Zum Beispiel habe ich hier jetzt eine, das ist eigentlich ganz geil. Ja, das ist, ihr habt hier jetzt die Merli, ne? Okay. So, hier haben wir jetzt die Warbound-Vision von $120. Hier haben wir jetzt die Merlin. $120 Merlin. Jetzt machen wir das aber. Jetzt könnt ihr hier das Update durchführen. Auf ein anderes Schiff mit Store Credits. Zum Beispiel macht ihr hier ein Update. So, ich habe ein schönes Schiff und ich möchte das updaten, was am nächsten rankommt an dem Preis unter $120 noch. Mach nochmal den Haken weg. Danke. So, dann suchen wir uns ein Schiff raus. Das können wir nämlich mit Store Credits bezahlen. Jetzt gibt es nämlich einen Punkt, wie ihr noch an die 120 noch relativ geil rankommt, ohne dass es wehtut. Ihr sucht nämlich ein Schiff raus, was an die $100 kostet. Und was verfügbar ist. Cutlass Black. Ihr holt euch die Cutlass Black. Bam. Kauft ihr mit Store Credits die Cutlass Black. Dann macht ihr ein Update auf die 120 und bezahlt nur $20. Bam. Ja. Yeah! Also alles nicht so schlimm. Darüber habe ich nochmal nachgedacht. Das ist ein kleiner Fake, aber was soll's. so könnt ihr nochmal $15 sparen. Und ihr könnt dann quasi die Cutlass Black nochmal holen für Store Credits. Und dann holt ihr euch das größte Schiff, was unter $100 ist. Und dann macht ihr das Upgrade mit Echtgeld auf die $20. Und dann spart ihr die $15 Store Credits. Hey ho, let's go. Atoris, ist so. Und das geht nochmal. Also darüber habe ich nochmal ein bisschen nachgedacht. Aber sowas kommt man einfach, wenn man nochmal darüber ein bisschen nachdenkt, ein bisschen nochmal in sich geht. Das ist, ich weiß nicht. Also das ist schon mal eine coole Möglichkeit. Deswegen tut es auch nicht so doll weh, MetzLG. Ja, yeah, macht doch einfach hier das teuerste Schiff. Wenn ihr noch eins mit 115 habt, gibt es da auch noch ein besseres Schiff. Können wir mal ganz kurz gucken, ob wir noch dichter rankommen.
Nee, ehrlich gesagt, Siri, das war die Katze, weil die Katze hat jetzt ein ganz, ganz blödes Thema. Ach, kann ich ja kurz sagen. Die Katze, die hat sich quasi verfangen in der Heizung, von der Heizungabdeckung, hat sich leider den Nagel abgebrochen, also richtig den Zeh gebrochen, als würden wir uns einen Finger brechen. Ich war auch bei ihr mit dem Notarzt und die Katze hat mich hier böse gekratzt, weil ich sie befreien wollte. Ich konnte sie nicht befreien, sie hat geschrien vor Schmerzen und ich konnte das Gitter nur schnell lösen, dass sie sich befreien konnte selber und dadurch hat sie mich tatsächlich gekratzt. Das war nicht der Keller diesmal, aber alles gut. War nicht so schlimm, der Bruch ist alles okay. Sie kriegt Schmerztabletten, hat Spritzen bekommen, sie ist wieder zu Hause und ist alles gut. Also ja, ist richtig dumm gelaufen. Durch den Heizungsgitter, sie war heute Morgen um 6 Uhr, war sie auf der Fensterbank. Von der Fensterbank ist sie dann schmusig auf das Heizungsgitter gegangen, wollte dann rüberspringen auf uns ins Bett und ist quasi losgesprungen, ist mit der hinteren Pfote hängen geblieben am Heizungsgitter und ist dann so umschlagen und hat sich dann damit verheddert. Das war bestimmt richtig, richtig schmerzhaft für die kleine Maus. Genau, wir wollten mal ganz kurz gucken, welches Schiff können wir nehmen, dass wir das Update so günstig machen können wie möglich. Aber ich glaube, bei 100 sind wir schon gut dabei. Ich glaube, 110, 115, weil das wird schwierig werden. 100 Hornet. Oh, Freelance. Wow, Bakunier. Da geht doch was, Jungs. Da geht noch was. Okay. Dann könnt ihr euch die Gladius holen für 110 und upgraden. Oder die Freelancer, holt euch doch oder eine Hornet. Also ihr könnt die Möglichkeit für 10 Dollar Aufschlag, 10 Dollar bezahlt ihr da drauf und müsst die 15 Dollar spart ihr euch noch. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Store Credits einsetzen wollt, kauft ihr zum Beispiel jetzt die Freelancer für Store Credits von der Freelancer aus, macht ihr das Update auf der Cutlass Red und müsst nicht die 15 Dollar mehr bezahlen, was die Cutlass Red quasi an Preisanstieg hattet. Und so gesehen ist es doch alles gut vom Preis her wieder. Dann können wir nämlich hier zum Beispiel, nehmen wir jetzt hier die Freelancer und 10 Dollar und voilà, ihr habt, müsst nicht die 35 oder die 25 Dollar bezahlen. Geil, oder? Ach, sehr cool, Kenobi. Sehr, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Sehr gut. Das ist, läuft doch bei euch auf jeden Fall. Nee, aber das ist ja auf jeden Fall nochmal ein Tipp, wie ihr das machen könntet. Deswegen wollte ich auch nochmal über die Cutlass Red mit euch sprechen. Ich denke mal, ich möchte das gerne auf YouTube hochladen im Nachhinein, weil das nochmal ein cooler Hinweis ist, wie man relativ noch günstig an eine Cutlass Red reinkommt. Einfach eine Freelancer mit Store Credits kaufen, Update machen auf die Cutlass Red und die 120 nur zu zahlen statt die 135. So, was ist noch zu Cutlass Red zu sagen? Eigentlich gar nicht mal so viel, sonst haben wir sie in-game. Wir kennen sie in-game, ist ein sehr, sehr schönes Schiff. Und ich denke mal, da sind wir mit den Talks soweit durch. Ich werde jetzt hier einmal einen Cut machen und dann können wir jetzt gleich zu den nächsten Themen kommen, ihr Lieben.